Als die Werkssirene der nahegelegenen Futtermittelfabrik ertönte, war Lisbeth wie immer schon wach. Ja. Aber auch Herbert und Walter ließen nicht lange auf sich warten. Morgen. Es war ein guter Morgen, denn ein starker Westwind trieb die Dämpfe des Recyclinghofs Süd weg von ihrem beschaulichen Weiler. Das Leben ging seinen gewohnten Gang. Herberts Aufgabe war es, dafür zu sorgen, dass abends nicht nur Gemüse im Topf der Dörfler brutzelte. Auch wenn es heute wieder nur Gemüse gab, konnte nichts die Harmonie unserer kleinen Gemeinde trüben. Der nächste Morgen brachte eine leichte Brise aus östlicher Richtung. Das war ungewöhnlich. Sie beschlossen, den Eindringling zu ignorieren. Aber er machte es ihnen wirklich nicht leicht. Plötzlich tat Lisbeth etwas, womit Walter und Herbert nie gerechnet hätten. Was dieser Morgen mit sich brachte, war schlimmer als alles, was Herbert und Walter jemals erlebt hatten. Kein Zelt, keine Lisbeth. Eine sanfte Brise aus Südwest strich über die Dächer. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Es war ein guter Abend in der kleinen Gemeinde zwischen der Futtermittelfabrik und dem Recyclinghof Süd.